Marco hier auf der IFA für giga.de und wir sind weiter auf den Spuren von Smart Home und auf dem Stand von Panasonic. Und die haben ja ein fast schier unendliches Portfolio an Smart Home Lösungen, die wir uns jetzt mal genauer ansehen. Ja, und wer seine eigenen vier Wände ein bisschen smarter machen will und unbedingt mit dem Internet verbinden will, der sollte mal bei Panasonic vorbeischauen. Die bieten eine richtig große Palette an Smart-Home-Lösungen an, mit denen man eben seine ganzen Gerätschaften oder seine eigenen vier Wände einfach mal mit dem Internet verbinden kann. Das ist sozusagen die Palette, die ist jetzt schon so auf dem Markt. Alles wird gesteuert von seinem Smart Hub, das kommuniziert mit allen Geräten, die da irgendwie im Smart Home verbunden sind. Und dann gibt es eine Reihe von Modulen, zum Beispiel dieses Smart Plug. Dieses kann man natürlich fernsteuern über eine App. Also man muss zugutehalten Panasonic, dass die eine App entwickelt haben für wirklich alle Lösungen. Nicht 100.000 extra Apps, sondern mit einer App kann man wirklich sozusagen alle Smart Home Devices steuern. Und über das Smart Plug kann man zum Beispiel alle angeschlossenen Geräte dann per App ein- und ausschalten. Dann gibt es hier so ein Handset, also einfach ein Schnurlos-Telefon. Ziemlich oldschool würde man sagen, aber ich habe mir jetzt erklären lassen, über dieses kann man auch per iPhone oder Android Phone Telefonate führen. Das heißt, dieses verbindet sich sowohl mit einem normalen Telefonanschluss als auch mit dem WLAN. Dadurch kann ich, wenn ich über das iPhone oder das Android Phone abhebe, kann ich auch über das Festnetz sozusagen telefonieren. Dann Klassiker Door-Window-Sensor, das heißt, das Smart Home erkennt, ob ein Fenster geschlossen oder geöffnet ist, kann dementsprechend über eine Sirene, wo haben wir sie da, hier Alarm schlagen oder natürlich auch aufs iPhone oder aufs Smartphone Notifications pushen. Dann eine ganze Variation von Kameras, Indoor, Outdoor, die jeweils bewegungsgesteuert sind und auf dieser Basisstation über längere Zeit aufnehmen. Das heißt, da ist auch eine SD-Karte drinnen und die hat wohl ordentlich Speicherplatz dann, um dementsprechend lange Aufnahmen zu machen, und man kann aber auch einen Live-Feed sich am Smartphone anzeigen lassen. Dann gibt es noch so ein Keypad, dadurch kann man so eine gewisse Zahlenkombination eingeben und sich somit Zutritt zu seinem Haus verschaffen. Eine HD-Cam, die einen ziemlich breiten Blick, breites Spektrum hat, was die Kamera betrifft. Und was ganz cool ist noch hier, also natürlich hier Motion Sensor, der Bewegungsmelder, und einen Tilt Sensor, der sozusagen anzeigt, ob zum Beispiel die Garagentür zugemacht wurde oder ob hier nebenan wurde ein Beispiel gezeigt mit einer Katzenklappe, ob die Katze gerade das Haus verlässt, das erkennt man dann auch am Smartphone. Und ganz cool auch dieser Water Leak Sensor, das können wir uns dann hier drüben ansehen. Und zwar, der erkennt, ob man zu Hause vielleicht sogar einen Wasserschaden hat. Sobald die Elektroden hier in Wasser eingetaucht werden, schlägt die Basisstation Alarm und ruft dann, und das finde ich ganz interessant, beim Allianz Call Center an. Man muss dazu sagen, also Panasonic verkauft diese Module einzeln, aber auch im Set. Und es gibt sozusagen das große Set, das kostet knapp 300 Euro, und das kleine Set für 250 Euro. Und jeweils zu den Sets kommt eine 2-Jahres-Mitgliedschaft bei der Allianz-Versicherung, die sozusagen die Emergency-Calls entgegennimmt und euch kontaktiert oder dementsprechend die Polizei ruft oder anderwertig agiert. Ja, also eine ganz nette Lösung, wenn ihr euer Heim sozusagen smart home-ready machen wollt, dann ist das definitiv eine interessante Möglichkeit.